Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Paintbook Podcast. Wir haben heute was ganz Interessantes, Neues, Innovatives. Und zwar schauen wir uns diesmal kein Grafiktablett an, sondern das Apple iPad Pro mit dem dazugehörigen Apple Pencil. Ja, malen konnte man bislang auf allen iPads mit Finger oder auch schon mit speziellen Stiften, die dann per Bluetooth das Signal übertragen. Nun hat Apple direkt mit dem Apple Pencil nachgeliefert mit einem eigenen Stift und damit kann man wirklich sehr präzise arbeiten und zeichnen und malen. Wir möchten uns jetzt erstmal den Apple Pencil direkt anschauen. Wir machen mal das Unboxing und danach geht's in den Videos weiter mit Einstellen, mit Procreate, mit Art Studio und eine ganze Menge mehr. So, schaut euch den Test einmal an. Der Apple Pencil wird in so einer schlanken Verpackung ausgeliefert. Ist erstmal eingepackt, nochmal in so einer Klarsichtfolie. So, davon muss er erstmal befreit werden. Dann hat man vorne natürlich die Stiftspitze. Das ist so ein Grauton. Und hinten ist der Lightning-Anschluss zum Aufladen. Dann wird mitgeliefert eine Ersatzstiftspitze und nochmal ein Adapter, um den Apple Pencil an ein Lightning-Kabel anzuschließen. Dadurch wird das Aufladen etwas komfortabler. Um den Stift in Betrieb zu nehmen, muss dieser erstmal mit dem iPad Pro gekoppelt werden. Dazu wird hinten die Kappe abgenommen und seitlich in den Lightning-Anschluss reingesteckt. Dann erscheint innerhalb kurzer Zeit eine Meldung, dass man das Gerät koppeln kann. Und das war's auch schon. Dann ist der Apple Pencil betriebsbereit. Wie schon erwähnt, ist es noch bequemer, den Stift mit dem beigefügten Adapter aufzuladen. Der wird auf das Lightning-Kabel gesteckt, der Stift hinten dran. Und dann wartet man, bis er wieder gefüllt ist. Dann schaue ich mir jetzt die Drucksensitivität des Stiftes an. Ich habe Procreate geöffnet und je nachdem, was man für einen Stift oder eine Pinselspitze eingestellt hat, verhält sich das natürlich ein bisschen anders. So, gucken wir uns mal hier an. Da haben wir hier, wenn man ein bisschen mehr Druck ausübt in den Kurven, so einen anderen Duktus. Ja. Bei dem normalen Tintenstift ist es jetzt deutlich mehr. Wenn ich also richtig fest aufdrücke, gibt es eine dicke Linie. Male ich ein bisschen mit leichteren Andruck, dann gibt es eine dünne Linie. Und das funktioniert hervorragend. Jetzt nehmen wir mal den Bleistift von Procreate. Und hier sieht man auch gleich, dass die Latenz, also die Reaktionszeit, sehr schnell ist. Da gibt es also kein Hackeln. Und somit kann man also auch wirklich zügig zeichnen. Das Besondere jetzt bei dem Apple Pencil ist, ich kann ihn auf die Seite neigen und wirklich jetzt auch schraffieren wie bei einem normalen Bleistift. Das ist also echt enorm und im Vergleich zu einem Wacom, da ist es also in dieser Art und Weise mit den Grip Pen nicht möglich. Wenn ich also ganz leicht aufdrücke, kann ich also nur ganz leicht schraffieren und dann drücke ich ein bisschen fester auf, dann kommt auch mehr Farbe raus, so wie man es halt von einem normalen, analogen Bleistift gewohnt ist. So, hier nochmal ein bisschen schraffieren und dann lässt man zum Schluss ein bisschen noch weiter los und dann bekommt man auch da einen sehr schönen Farbverlauf. Und diese Struktur, die kommt automatisch auch von dem eingestellten Procreate Pinsel. Ja, jetzt geht es los mit dem Apple Pencil in der direkten Anwendung. Hier nochmal wieder Procreate. Ich wähle einen großen Airbrush-Rundweichpinsel aus, nehme hier so einen mittleren Blauton, dann wird eine ganze neue Ebene erzeugt und jetzt kann ich mit diesem großen Pinsel von oben nach unten einen Farbverlauf erzeugen. Im oberen Bereich drücke ich richtig fest auf und nach unten hin, da wird dann die Farbe ein bisschen weniger und da drücke ich den Stift leichter auf. So, ich kann also mehrmals rübergehen.
Ja, und so kann man also ruckzuck in Procreate einen Farbverlauf anlegen. Dann mache ich eine neue Ebene und zoome jetzt mal so ein bisschen raus und gestalte damit erstmal so eine Bergsolette. Dafür nehme ich hier so einen etwas helleren Braunton. So, das gefällt mir ganz gut. Und erstmal geht es darum, überhaupt so eine Konturzeichnung anzulegen. Bei Procreate kann man also auch die Hand direkt auf die Illustration auflegen und die Software erkennt, dass da zum Beispiel jetzt nur mit dem Stift gearbeitet werden kann oder die Gesten zulässig sind. Also man darf dabei also ruhig den Handballen auflegen, ohne dass der Handballen mitmalt. So, diese Konturzeichnung wird dann komplett ausgemalt. Mit den unterschiedlichen Pinselgrößen. Das kann man links in Procreate einstellen. Sagen wir mal ganz grob. Und dann nehme ich jetzt mal einen dunkleren Farbton. Mache den Pinsel ein bisschen kleiner. Und dann kommt also ganz grob reingeschmiert so ein bisschen dunkle Farbe auf die rechte Seite der Berghälften. Das sieht erstmal noch relativ wild aus. So, auf der Seite mache ich das natürlich genauso. Okay, und auch hier erstmal ganz grob die Farbe draufklatschen, reinblocken. So, und dann nehme ich jetzt einen helleren Farbton und mache das Ganze auf der linken Seite nochmal, um den Lichtschein zu integrieren und damit die Berge gleich so ein bisschen 3D-Effekt bekommen. Also ganz grob die Farbe drauf. So, und dann kommt gleich wieder eins meiner Lieblingswerkzeuge, der Wischfinger. Da nehme ich dann so einen Borstenpinsel und verwische die Farben ineinander. Na, das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Wie bei nasser Acrylfarbe oder wie bei Ölfarbe. Auch da kann man die Farben ineinander übergehen lassen. Das Ganze geht in einer relativ hohen Geschwindigkeit in Procreate. Man muss also da nicht ewig warten, bis man die Farben ineinander verwischt hat. Wenn man die Pinselgröße ein bisschen erhöht und dann auch die Deckkraft bzw. den Andruck erhöht, dann geht das wirklich ruckzuck. So, man hört jetzt hier ab und zu mal so ein bisschen das Klackern des Stiftes. Natürlich prallt hier Plastik auf Plastik. Das ist aber kein großes Problem für das iPad Pro. Da gewöhnt man sich schnell dran und das Schöne ist halt auch dieses Gleiten über diese Oberfläche. Das ist doch recht natürlich, wenn man digital malt. Und da gewöhnt man sich also sehr schnell dran. Ja, so sieht das Ganze in diesem aktuellen Zustand aus. So, und dann geht's weiter. Jetzt kann ich hier zum Beispiel mit dem Radierer die Konturgebung der Berge nochmal optimieren. Dazu nehme ich jetzt einen kleinen Rundpinsel, einen harten Pinsel und kann jetzt von der Gegenseite auf dieser Ebene so ein bisschen was wegradieren und dann sieht das Ganze vielleicht ein bisschen strukturierter aus, nicht mehr so ganz comicartig. Somit kann man also auch negativ von der Form etwas abziehen und zurückmalen. Dafür ist der Radierer auch bestens geeignet. So, dann habe ich hier mal was vorbereitet. Und zwar ist jetzt zusätzlich noch ein bisschen Vegetation hinzugekommen. Und ja, jetzt kann ich zum Beispiel mit dem Bleistift noch ein paar zusätzliche Strukturen mit einbetten. Also auch diese Kombination in Procreate mit den unterschiedlichen Pinseln ist wirklich toll und das natürlich auch ganz zügig.
Hier seht ihr hier auf der linken Seite die Lichtkanten ein bisschen aufgehellt. Und ich kann mit diesem HB-Bleistift dann nochmal reinmalen, ein paar Schattierungen mit Highlights hinzufügen. So, dann sind Wolken dazugekommen und ich habe nochmal eine Ebene drüber gelegt mit so einer milchigen Schicht, also ganz leicht mit einem großen Airbrush-Pinsel rübergemalt. Dann in derselben Technik ist jetzt hier dieser Vordergrundberg, diese Insel entstanden. Also ebenfalls Silhouetten anlegen, dann Licht und Schatten definieren, Vegetation einmalen. Dann kam der Baum noch hinzu. So, diese ganze Ebene, die dupliziere ich einmal. Dann habe ich die also zweimal, diesen Vordergrundberg. So, und jetzt wollen wir ein paar Special Effects machen. Ich nehme ja den Wischfinger und wische jetzt direkt einmal die Farben aus der unterliegenden Ebene heraus. Ja. Und dadurch, dass im oberen Bereich der Berg nochmal drauf liegt, sieht es jetzt so aus, als wenn es sich spiegelt. Ne? Man zieht jetzt die Farbe von oben nach unten einfach runter. Das macht man mehrmals, ruhig mit einem großen Andruck. Und ja, ihr seht jetzt, glaube ich, schon ganz gut diesen Effekt, der gleich noch deutlicher wird, wenn dann noch ein Vordergrund hinzukommt. Ja, man nimmt also die Farben quasi auf. Man sieht hier, die Steine spiegeln sich in der Wasserlandschaft. So, und jetzt kommt noch so ein bisschen Farbigkeit drüber, um die Wasseroberflächenfarbe noch so ein bisschen zu simulieren. Ja, ich denke, das sollte für den ersten Eindruck hier in Procreate erstmal ausreichen. So, jetzt springe ich zu Art Studio, mache eine neue Fläche auf. Hier in der iPad Pro Resolution und lade mir jetzt mit Import Insert as a Layer ein Foto hinzu. Jetzt werdet ihr das gleich sehen. Und zwar habe ich ein Modell zusammengebaut, so ein Raumschiffmodell, das aufs iPad Pro gestellt, um so ein bisschen Licht von unten nochmal zu bekommen. Das Ganze mit dem iPhone 6 fotografiert und kann jetzt mit dem Auswahlwerkzeug Selection Tool erstmal das Raumschiff freistellen. Und hier merkt man, dass das mit dem Apple Pencil sehr genau funktioniert. Ich kann also wirklich detailliert einen Punkt setzen. Und ja, es reagiert halt wirklich an dem Punkt, wo ich den Stift aufsetze. Und das irgendwie ohne zu kalibrieren vorher, wie man es sonst bei anderen Grafiktablets gewohnt ist. So, jetzt habe ich aber schon mal die komplette Form und der Hintergrund wird gelöscht. Jetzt steht das Raumschiff einmal komplett frei. Das Ganze kann ich jetzt mit Move Scale, Rotate an die richtige Position bringen. Teilweise ein bisschen vergrößern. So, hier nochmal direkt an die Stelle. Ja, und was jetzt fehlt, ist natürlich ein Hintergrund. Den hole ich mir wieder über Import. Und da habe ich jetzt mal hier so eine Landschaft aufgenommen. So, und diese Landschaft, diese Ebene ziehe ich einmal direkt hinter das Raumschiff. So, kann die mit Edit Transform Layer Move Scale Rotate an die richtige Position bringen. Ja, jetzt sieht man schon, das passt farblich eigentlich schon ganz gut zusammen. Aber da muss natürlich so eine gewisse Dynamik rein. Und das habe ich hier schon mal vorbereitet. Mit einer Bewegungsunschärfe ist das Ganze versehen. Da gibt es also einen Filter. Und dann brauchen wir nochmal ein weiteres Motiv. Und zwar brauchen wir jetzt hier ein bisschen Feuer. Das Feuer kommt auf die oberste Ebene. Ja, das Ganze wird vergrößert und dann kann ich über den Ebeneneffekt noch ein bisschen was steuern, aber als erstes wird erstmal das wegradiert, was ich gar nicht brauche. Ja, ich fange jetzt von rechts an, radiere jetzt die Feuerstrukturen zurück.
jetzt zwischendurch mal auf den Blending-Mode Screen wechseln. Dann kann man zum einen das Raumschiff besser deutlich erkennen und auch das Feuer wird mit dem Hintergrund kombiniert. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn ich den Rest wegradiert habe, als wenn so ein Feuer hinten am Raumschiff herauslodert und wabert. Ja, jetzt geht's dann weiter mit dem Laserstrahl. Dafür wähle ich so einen Colored Pinsel aus und muss dafür, damit er auch gut funktioniert, Vordergrund- und Hintergrundfarbe einstellen. Das macht man im oberen Requester. Dann ziehe ich jetzt eine Linie von links nach rechts auf einer extra Ebene. So, das Ganze sollte relativ gerade sein. Ich versuche mal mehrere Striche. Ist immer noch so ein bisschen bogenartig. Ein bisschen Pinsel den größer machen. So, das ist doch hier ein Glückstreffer. So, den kann ich jetzt über Edit und Distort Layer auch noch ein bisschen verändern. Und zwar suche ich mir jetzt hier so einen richtigen Winkel raus. Nach rechts hin wird er noch ein bisschen vergrößert. Und dann kann ich ihn jetzt über diesen Pfeil direkt positionieren, an der Stelle, wo der Laserstrahl rauskommt. Und wenn mir das Ganze gefällt, sage ich unten in der Anwendung Apply. Und das Ganze wird dann so berechnet. Ja, noch sieht es ein bisschen langweilig aus. Ich radiere mit einem Effektpinsel so ein bisschen was raus. Dann wird der ganze Laserstrahl ein bisschen unruhiger. Kann mit dem Wischfinger auch noch ein bisschen entlang wischen. Ja, das gibt dann nochmal so einen zusätzlichen Effekt. Ja, und das Ganze habe ich dann hier schon mal vorbereitet. Ich habe die Farben noch ein bisschen geändert. Diesmal in so einem Türkis. Habe dann die Ebene des Laserstrahls dupliziert. Mache jetzt nochmal eine neue Ebene und kann mit einem so einem Rundweichpinsel und hellen Farben ein paar Highlights setzen, ein paar Lichtpunkte, damit das ganze Plastikmodell nicht mehr nach Plastik aussieht, sondern richtig lebendig, wie in einer Actionsequenz. Ja, und hier jetzt mal das fertige Raumschiffmotiv, kreiert in Art Studio mit dem Apple Pencil. Ja, was kann man noch machen mit dem iPad Pro und dem Apple Pencil? Wenn wir jetzt hier AstroPad zum Beispiel als App installieren, dann kann ich direkt auch auf dem Apple iPad Pro und dem Apple Pencil auf andere Applikationen, die auf meinem Mac installiert sind, zugreifen. So ist es also möglich, direkt mir Photoshop auf mein iPad Pro zu holen und in dieser Anwendung auch direkt zu malen und das natürlich auch drucksensitiv. Ja, ich öffne mal hier eine neue Fläche in Photoshop. Der Bildschirminhalt wird also direkt gespiegelt vom Mac auf mein iPad Pro. Auch die Gesten funktionieren. Ich kann also jetzt hier auf meine Seite rein und rauszoomen. Nutze jetzt hier einen Pinsel, um mal die Drucksensitivität zu demonstrieren. So, jetzt seht ihr hier. Das Ganze ist natürlich ein ganz kleines Stückchen langsamer, als wenn ich direkt in einem App arbeite. Klar, die ganzen Daten müssen erstmal durchs Kabel durchverarbeitet werden und das Bildsignal wieder zurück. Aber es ist auf jeden Fall möglich und die Drucksensitivität ist auch hier 1A. So, und das Ganze gucken wir uns auch hier mal in der Anwendung an. Ich mache jetzt hier mal eine Auswahl, Maske, so einen Kreis. Und es gibt auch Funktionstasten, die man sich einblenden lassen kann in AstroPad, um zum Beispiel die Shift-Taste zu drücken. Dann nehme ich so einen großen Airbrush-Rund-Weichpinsel, suche mir dann hier so einen mittleren Blauton aus und kann jetzt mit dem Apple Pencil, na, Größe nochmal ein bisschen ändern, meine Kugel gestalten. So, hier einmal entlang. Ihr seht, so ein bisschen hängt der Pinsel nach. Dafür kann ich aber das in jeglicher Anwendung halt machen.
Und was natürlich auch cool ist, ich kann halt das Ganze auch über WLAN betreiben. Ich muss also nicht das iPad Pro an den Mac direkt anschließen, sondern AstroPad funktioniert auch über WLAN. Also ich kann auf dem Sofa halt in meiner Lieblingssoftware arbeiten und der Mac steht dann letztendlich im Keller oder wo auch immer. Hauptsache, man hat eine gute WLAN-Verbindung. Na, jetzt sieht man hier ein bisschen dunkleren Blauton kommt hinzu. An den Kanten nochmal entlang, sodass die Kugel auch so schön dreidimensional aussieht. So, die Auswahl wird dann mal rausgeschmissen. Ich nehme mal so einen dunklen Farbton und kann jetzt unter die Kugel noch so einen leichten Schatten legen. Und ihr seht, also da klappt das mit der Drucksensitivität sehr gut. So, das zur Kugel. Jetzt gehen wir mal in eine komplexere Illustration hinein. Auch das ist natürlich möglich. Ich habe in AstroPad unterschiedliche Möglichkeiten zur Steuerung. Ich kann Funktionstasten anlegen auf der linken Seite, also Schnellsteuerung. Und jetzt seht ihr hier die Gestensteuerung. Ja, es ist etwas ruckeliger, funktioniert aber sonst eigentlich ganz hervorragend. Ich zoome jetzt mal direkt in meine Illustration rein. Kann also auch diese Schnelltasten jederzeit auch weg mit einer Wischgeste wegschicken, um halt auch an die restlichen Menüpunkte von Photoshop zu kommen. Nehme jetzt mal hier so einen Kreidepinsel und kann meinem Fantasy-Motiv dem Mädel noch so ein bisschen zusätzliche Schminke ins Motiv malen. So, nehmen wir so einen Farbton aus den Haaren heraus und arbeite jetzt da die Farbe ins Gesicht mit ein. Gut, das gefällt mir noch nicht so ganz. Schritt zurück. Dann Pinselgröße noch ein bisschen kleiner. Und dann kann ich da gezielt meine Striche aufbringen. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um auch zum Beispiel in Photoshop oder in Corel Painter mit dem iPad Pro und Drucksensitivität zu arbeiten. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben zum neuen iPad Pro und dem dazugehörigen Apple Pencil. Vielleicht nochmal ein Fazit zum Schluss. Und zwar kommen wir erstmal zum iPad Pro. Das ist natürlich mit 900 € eine ganze Menge Stange Geld. Man merkt hier, wenn man einmal so ein iPad Pro in der Hand gehabt hat und damit gearbeitet hat, möchte man es eigentlich gar nicht mehr hergeben. Das Display ist wahnsinnig groß mit seinen 12,9 Zoll. Preislich natürlich, ja, in der oberen Grenze. Es startet mit 900 € und Geschwindigkeit ist absolut berauschend, super schnell, auch bei den Apps natürlich. Und ja, ich würde es gar nicht vielleicht unbedingt nur nehmen für irgendwelche Office-Anwendungen, aber wenn man wirklich da Bilder mitmalen möchte, kreativ sein möchte, Skizzen macht, unterwegs arbeitet, dann ist es wirklich das Nonplusultra momentan. Und ja, gehen wir nochmal zum Apple Pencil, weil das ist ja wirklich halt auch das ausschlaggebende Produkt dafür, wie ich finde. Und ja, der Apple Pencil liegt wirklich gut in der Hand. Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und hier nochmal im Vergleich zum Beispiel so ein Grafiktablettstift von einem Cintiq. Der liegt natürlich auch gut in der Hand. Anderes Konzept. Hier gibt es natürlich noch entsprechende Funktionstasten. Das hat der Apple Pencil nicht. Das ist aber natürlich auch eine Designfrage. In den Apps braucht man es oder braucht man es nicht. Man hat ja schließlich noch die zusätzlichen Gesten in den Apps, um diese ganzen Sachen zu steuern. Und ja, somit ist das hier wirklich zu vergleichen wie ein echter Bleistift, schön rund und wirklich auch von der Wertigkeit her hart. So, Killer-Feature ist natürlich jetzt im Zusammenhang Stift und Pen-Display, man sieht, wo man malt. Auch das Ausschneiden von einzelnen Objekten, Copy-Paste und ja, genau das Malen, das ist natürlich irre schnell mit eine Abtastrate von 240 mal die Sekunde. Das ist natürlich eine echt geringe Latenz, was man sonst bei anderen Grafiktablets sonst so gar nicht vorfindet.
Ebenfalls wichtig anzumerken ist, wenn es um die Entscheidung geht, kauft man sich ein iPad Pro mit Pencil. Die Apps, die man hier jetzt mittlerweile drauf hat, wie zum Beispiel Procreate oder RStudio, was ich eben vorgeführt habe, die sind natürlich wirklich schnell und das macht dann halt auch für einen Kreativen wirklich Spaß, da schnell mal ein Motiv zu malen. Und das Ganze dank der 4 GB Arbeitsspeicher, die jetzt intern vorherrschen, kann man da auch in recht großen Pixelgrößen halt arbeiten, auch wieder je nachdem, welche App man da verwendet. Also ich habe aber getestet bis zu, was ich 10.000 Pixel in der Breite und 5.000 hoch mit 6 Ebenen, das packt er dann halt auch noch in der entsprechenden Geschwindigkeit. So, und das Schöne ist natürlich, man kann auch hier mit den gewohnten Gesten arbeiten in den einzelnen Malapplikationen, also rein und rauszoomen, drehen und so weiter und dann sehr schnell agieren. Also der Workflow ist da wirklich optimal. Und im Zusammenhang mit einer verwendeten Apple Cloud kann man auch sehr schnell Daten austauschen, wenn man es dann auf dem Desktop-Rechner halt weiter bearbeiten möchte. Ja, und wenn man dann, das habt ihr ja gesehen, das Ganze kombiniert, zum Beispiel mit AstroPad, dann ist man natürlich auch in der Lage, mit Photoshop oder Corel Painter direkt auch nochmal weiterzuarbeiten. Das Ganze entweder angeschlossen mit dem Kabel oder auch per WLAN, so kann das MacBook halt in der Ecke stehen bleiben und auf dem Sofa malt man dann in Photoshop. Das Ganze natürlich ein bisschen langsamer, als wenn man direkt in einem App malt. Der Stift kostet 109 Euro. Ich finde, das ist sicherlich ein stolzer Preis, aber im Vergleich, wenn man mal halt hier so einen Grip nachkaufen muss, ist der ziemlich identisch. Und ja, 15 Chips sind hier eingebaut und das ist natürlich jetzt schon mal eine wahnsinnige Leistung. Ihr müsst natürlich selbst entscheiden, kommt für euch das iPad Pro und der Apple Pencil in Frage. Momentan gibt es keine anderen Devices, auf dem der Apple Pencil läuft. Also bleibt euch nur dieses iPad Pro übrig, wenn ihr diese Feature halt nutzen wollt. Okay, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, der Digital Paintbook Podcast wird euch präsentiert von der Digital Paintbook Buchreihe. Und wenn ihr noch mehr lesen möchtet zum Thema Malen mit dem iPad, gibt es von mir hier das Buch Malen mit dem iPad. Und weiteres zum Thema digitales Malen findet ihr auch in meinem Digital Painting Workbook. So, und jetzt bis zur nächsten Digital Paintbook Podcast-Folge.